die Funky Junkies mit der vierten Folge von Euro Truck Simulator 2. Ich habe die Feststellbremse gezogen, ist ja cool. Wieder mit mir. Eigentlich brauchen wir gar keine Kosenamen mehr sagen. Nur, also Toni ist ja sowieso Toni. Also er ist zwar nicht. Wieso? Er ist zwar nicht in echt Toni, aber wir nennen ihn sowieso Toni. Ja. Aber da Toni dich sowieso immer beim Namen nennt und mich sowieso und ich ja sowieso immer poste, von da weiß ich das. Also, hier sind wir Liman und Erik von den Funky Junkies. Aber Vito und Francesco sieht trotzdem besser an. Aber Vito und Francesco, irgendwie hat sich das so mittlerweile eingebürgert. Ich meine, wie lange machen wir das schon? Ich glaube, den Kanal haben wir, laut socialblade.com, haben wir den Kanal 1969 aufgemacht. Von unsere Vorfahren. Ja, von unseren Vorfahren. Bei den Vorgängen von YouTube. Genau, bei den Vorgängen von YouTube hat unseren Vorfahren irgendwas mal gemacht. Und wir machen das jetzt weiter, weil, ne? So. Familienbusiness, Tradition, genau. Oh, ich dachte, ich fuhr schon 80. Interessant. Auf jo. Die Straße sollte man uns trotzdem nicht lassen. Vor allem mich nicht, wie ihr ja schon wahrscheinlich bei Need for Speed Most Wanted. Zumindest teilweise gesehen habt, aber irgendwie. Oh! Da macht er zumindest ja schon mal nicht. Macht die Fahrschule ja schon mal einen Fehler, ja, auf jeden Fall nicht. Oh, 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 du willst bestimmt, ne? Nee, du willst nicht? Dann blick doch vorher. Ja, Gott. Mach niemals einen LKW-Fahrer, ne? Vor allem du. Ja, mit uns dabei ist dann, ja. Ronald. Reinhold ist bei uns, er ist, glaube ich, im ersten Ausbildungsjahr. Zum Großkraftfahrer. Glaubst du oder weißt du es? Ich weiß es. Ich wollte aber nur. Was du dann glaubst du? Gut, da damit nicht ausreden, das brauche ich auch nicht so antworten. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur geradeaus fahren und da irgendwann nach rechts. Guck, ich sag doch, der ist tierisch beleidigt heute. Ich glaube, jetzt in Deutsch wird es dann nochmal eine andere Nummer, so noch ein Stück witziger werden als im Englischen. Ja, oh ja. Oh. Ja, wie ihr seht, fahren wir immer noch so ein Mammutbaum durch die Gegend. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir fahren dürfen. Ich habe zwar kein Schild gesehen, aber ich bin mir sicher, wir dürfen gleich wieder 90 fahren. 70 fahren. Eigentlich darf man auf der Landstraße nur 60. Wir sind in Österreich. In Österreich. Da ist auch nicht viel schneller. Ja, wir sind jetzt nicht auf der Landstraße. Das ist Landstraße. 70. Oh, ich dachte, das wäre eine Autobahnauffahrt. Das ist aber doch keine Autobahnauffahrt. Ja, die Kurve ist auf. Aber wir dürfen 70 fahren. Kann von hier aus nicht so viel sehen. Kurzsichtig. Und jetzt dürfen wir nur 50 fahren. Ist mir aber ein bisschen egal, da wir sowieso bergauf fahren. Mein fand ja unsprechend, er ist also langsam. Ja, stimmt. Die ist nervt, richtig. Ja. Ey. Und dann. Ja, ist aber so ein Realzisch, die so ein. Und die vorbei, wie scheiße. Sagen wir so, die Beschleunigung ist ultra. Bei ich es weiß ich echt ultra. Die Beschleunigung. Vor allem beim Iveco, der ist ja immer voll im Arsch. Jetzt fahren wir einen Actros, ne? Wir fahren, wie viele Tonnen fahren wir überhaupt? Ach, nur 12 Tonnen. Bei mir weg, wo ist der Fall im Arsch, ey. Da kannst du Gas geben, wie du willst. Bevor du mehr bist, hast du nicht die 81 km/h erreicht. Ja, der übliche Mappenwitz. übrigens, wir fahren jetzt immer noch auf der. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob Alex schon die neueste Map, also auf 1.9 rausgehauen hat, seine Map-Version. Ich bin mir nicht sicher. Ich will mal die Hand vom Mund wegnehmen. Ich meine, dass das. Er die erst zu 66% ungefähr fertig hat, ich bin mir sicher. Scheiß drauf. Was? Hand vom Mund weg. Ja, du nuschelst. Ich nuschel, wenn ich nuschel so. Und es regnet. It's raining, man. So wie hier die letzten ganzen Tage. Die letzten Tage war es dir immer nur Graupel. Und Graupel. Und ich habe Graupel und Regen und Hagel. Ja, Graupel ist Hagel. Okay, Graupel ist Hagel? Graupel ist eine andere Form von Hagel.
Ja, Graupelschauer. Also. Graupelschauer ist Regenschauer. Okay, er ist wieder beleidigt, ich verstehe. Nein, es hat nichts mit beleidigt sein zu tun. Es hat nur damit was zu tun, dass ich jetzt lieber nicht antworten sollte. Weil sonst sein Blutdruck zu hoch steigt, oder was? Ich habe das gehört zu seinem Charakter, diesem Schelde. Wieso, der sagt doch so lange, bis er nicht seinen Willen kriegt. Okay, du willst also nicht, dass ich dir jetzt erkläre, was der Unterschied zwischen... Warum ein Graupelschauer kein Regenschauer ist? Ja, und Schelden hat eine aufklärende Wirkung. Also musste ich jetzt erklären, warum ein Graupelschauer kein Regenschauer sein kann. Schelden wäre aber wäre schon längst in einem Einkaufscenter gefangen, während du immer noch fleißig auf der Landstraße rumfährst. Fleißig würde ich jetzt nicht sagen. Ich werde dir ja gleich den Österreichchen hinten auf die Hornhaube nehmen. Jan, voll ordentlich. Hab ich. Man darf aber nur 50 fahren, der fährt auch noch richtig. Im Gegensatz zu den Polen heute. Alter, 30? Die Apfel wird gelb. Also sagen wir so, Pole wir sind 35. Stopp. Die Apfel ist stopp. Erstmal, ey, wenn ich sage Stopp, dann darfst du Stopp sagen. Also, wir sind in einer 50er. Also man darf, wir sind halt eine normale Straße, 50 darf gefahren werden. Also in da, wo wir wohnen. Was ist? Der Pole fährt vor uns, fährt nur 35. Dann sehen wir, okay, die Ampel wird orange, rot, der Pole fährt immer noch 35, die Ampel ist mehr als rot, die Ampel wird schon fast wieder grün, er fährt rüber. Und er wird sogar noch schneller dabei, ne? Nee, das Tempo hat er gehalten. Echt? Und dann liegt da war dann noch, oh, die nächste Ampel war dann da, dann ist der, hat die Ampel, da hat er gehalten und er war der Erste. Nee, er war der Zweite. Ich wollte gerade, da hält er doch nicht an, da fährt er so durch. Er war an zweier Stelle und ist deswegen halt, muss anhalten. Und die nächste Ampel, die hat er dann wieder immer über Rot genommen. Irgendwann. Ja, aber sowas von, ey. Das war irgendwo da in der Nähe vom Arbeitsamt. Und das war doch schon... Stimmt, da war auch die komplett wieder komplette Rot und er fährt einfach durch, ne? Ja, war aber richtig. Das ist komisch, er fährt dann auch nicht schneller wie 35, ne? Ist ja nicht so, dass man einfach mal so ein bisschen auf die Bremse treten kann. Wahrscheinlich hat er so ein sein Cruise-Automat, wie die heißen, einfach angestellt und hatte keine Lust, den aufzuschalten, so ungefähr. So da ist ein Motor-Automatik-Auto und nur den ersten Gang, also so nur die erste Einschaltmäßigkeit so. Und auch nicht ganz durchtrinken, sondern nur zur Hälfte. Sicher ist sicher. Ja, Marktor ist ja mega scheiße, aber das hab ich ja schon erzählt. Ja. Oh! Warum sagt mir das denn keiner? Weil das vorhin auf dem Schild stand. Ich hab mich darauf geachtet. Ich weiß. Sagen wir so, ich hab mich darauf konzentriert, dass ich, Ja, das ist ein Fehler bei Let's Play. Was? Sich zu konzentrieren auf eine Sache. Sagen wir, ich habe mich konzentriert, dass ich nicht verkehrt fahre. Ich habe nicht auf die Schilder geachtet. Ich habe mich auf geachtet, dass ich nicht so schnell fahre. Weißt du, weil hier so viele. Ich fahre schon wieder zu schnell. Halt ein bisschen ein Ohr. Auch noch auf der Autobahn Richtung Innsbruck. Denn wir müssen dann in Innsbruck fahren. So. Der Mammutbaum soll natürlich rumkommen. Geschafft. Genau, der Mammutbaum ist schwer wie ein Mammut. Deswegen heißt er auch Mammutbaum. Ich frage, warum heißt er Mammutbaum? Mammutbaum. Die Bäume sind sehr groß. Ja, stimmt. Das sind Mammutbäume sind genug Dinge. Es gibt ja verschiedene, so 13 Mammutbäume. Echt? Ja. Okay, gut zu wissen, wie schnell wir hier fahren dürfen. Wo muss man mal hin? Geradeaus und dann halt nach Innsbruck rein ist eigentlich. Ist eigentlich nur immer geradeaus. Also, wir müssen nach Innsbruck. Ist ja egal, was für einen Weg wir nehmen. Ich wusste, die Abdrehung sind ganz vergessen. Ja. So, wieder ein bisschen Geld verlieren. Ist doch immer schön.
Jetzt fängt das auch schon wieder an. Ja, noch 3 Minuten 50 ungefähr. Sagen wir so, man muss dazu sagen, wir haben gerade eben vorher ein bisschen, wollten wir eigentlich nur 10 Minuten aufnehmen von einem einzigen Spiel, 2x10 Minuten von 2 verschiedenen Staffeln, also auf dem anderen Channel. Da haben wir Ronald Timer von seinem Handy genommen und was ist? 10 Minuten hat er eingestellt, ich habe geguckt, dass er 10 Minuten eingestellt, ich habe sogar drauf geguckt und was ist? Einmal 18 Minuten 30 und einmal 21 Minuten 30. Und was ist? Im Endeffekt war es dann so, dass ich nur noch. Ich muss überlegen. Oh, ich muss langsam machen. 1,5 GB Phase. Was ich dann nur noch. Ich hatte nur noch 17,4 GB frei. Und vorher hatte ich 283 oder so. Autsch! Nee, 286. Fraps, ne? Ja, trotzdem. Fraps war normalerweise. Bei Train Fever war Fraps nur. Hör auf zu bremsen und ich bretter hinter dir rein, ey. Also, ganz ehrlich. Von daher normalerweise Fraps. Bei Fraps ist Train Fever immer so. Aus 10 Minuten sind immer so ungefähr zwischen 40 und kommt auf einmal mit 13 Minuten machen, sind das 60 GB. Diesmal mit 20 Minuten nur 21,30 waren das 94,6 GB. Und das frisst das schon, wenn man 3 Aufnahmen macht und dann denkt, ach, lass mal noch mal ein ETS 2 aufnehmen. Es ist übrigens gerade 12:45, also 0:43 Uhr. An einem Freitagmorgen. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Oh. Ob wir es noch schaffen bis nach Innsbruck in 3 Minuten, ich bin mir nicht sicher. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Oh, hab ich dir nicht irgendwie vor ungefähr 20 Minuten gesagt, dass du runter vom Studio sollst, weil ich hier fahren muss? Oh, meine Knie, die brennen wie Heu. Ich hab nichts gehört. Kann vielleicht daran liegen, dass ich vielleicht fast solche Stunden damit mal nicht greife. Meine Knie brennen wie Heu. Ich sehe aber gar kein Feuer, du. Das liegt auch daran, weil hier kein heißes Weib im Raum ist. Hässliches oder hübsches? Sagen Sie so, wenn ich heißes Weib mal sage, was meine ich denn wohl? Ja, ich wollte nur nochmal nachfragen, weil neben mir sitzt Erik, also. Vielleicht könntest du den ja gemeint haben. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, Wikinger. Das ist einfach mit ihm Weib. Seitdem niemals gehen oder auch nicht mehr so ganz funktioniert. Jetzt sagt er nichts, jetzt legt er sich irgendwas Neues wieder aus. Was man hier nicht funktioniert, ist ja normal. Wenn ich anfängt die Katze mit der Katze zu flirten. Oh, Blinker ausgemacht aus by accident. Hier hochpeitschen. Ich glaube, wir haben noch ungefähr 2 Minuten Zeit ungefähr. Oder anderthalb. Also wenn ich sehe, wo ich hin muss. Was heißt, wenn ich schon in Innsbruck drin bin. Okay, Moment. Wow. Was war das? Wir sind jetzt hier. Wir haben noch grob geschätzt. Ich nehme das noch mit auf. Wir haben nicht mal viel Platz, aber ich nehme es noch mit auf. So viel Zeit muss sein. Nochmal eben abladen und dann beenden wir diese Episode. Sagen muss, ich habe gesagt, ich muss mich da hinsetzen. Ich bin hier der Fahrer. Oder ich bin der Berufskraftfahrer. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Da hast du gesagt, und das war's. Immer noch von dem, du hast behauptet, du hättest es nicht mitbekommen, weil du seit Stunden Zeit angeblich 2 Stunden immer nie schreibst. Ja, schreib ich doch auch. Echt? Eine Frage, wer hat dich heute schon wieder so an eine Bettkante gefickt, dass du zu doof bist, um das zu verstehen? Da fragst du noch? Ja.
Kannst du dir das nicht denken? Und nein, du bist es nicht. Tut mir leid, niemand. Warum sollte es dir leid tun? Ja, wer weiß. Man hört so munkeln in so manchen Foren, ne? Über dich und... naja. Sagen wir so, wenn du auf solchen Seiten bist, die jetzt über den... Ich bin da nicht, das habe ich nur gehört. Ich weiß genau, was du da bist. Ich hab dich da schon mal gesehen. Aber natürlich, da ist nur in die Seiten. Ich hab dich da schon mal gesehen, weißt du? Auf was für Seiten? Naja, da wo über geschrieben wird, dass der Blankenburger See ein sehr guter... der Blankenburger. Sehr gut für gewisse Leute ist, um sich... Ich sag mal, um sich auszutauschen. Ja, austauschen, das kannst du wirklich laut sagen, aber auf der Seite war ich nicht. Da war Jennifer drauf damals. So, ausgezeichnet. Siehst du das? Ausgezeichnet. Ich sage ausgezeichnet. Das ist gelb. Ja. Ja, das ist immer gelb. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, dann liegt's aber nicht mehr. Immer gelb. Bei mir ist es grün. Ja. Bei dir ist es... Gelb, grün oder rot? Sagen wir so, grün ist es, wenn es zufriedenstellend ist. Ja, meine ich. Und rot, wenn... Ich würde sagen, nächste Tour machen wir irgendwas mit Pork Liver von Innsbruck nach München. Von Bauhaus aus. Mal gucken, was für einen Trailer wir haben. Wir haben... Ein Trailer, den man nicht identifizieren kann, weil da kein Licht drauf fällt. Doch, wir fahren für, Otole-Transport. Otole-Transport, das ist richtig, das will ich nicht. Hab ich hier was drin? Nein, natürlich nicht. Oder? Ich hab einen Geil. Also ich kann nur eins sagen, wir sehen uns wieder in Folge, 5 nächste Woche am Freitag. Mit einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2, vielleicht mit einer neuen Map, ich weiß es nicht. Nee, nicht mit einer neuen Map, dafür müssten hätten wir dann, wieder mit der Map, weil da hätten wir den Abschluss, hätten wir gerade eben speichern müssen und nicht jetzt. Wieder mit der gleichen Map. Ich glaube, wir sind noch gar nicht draußen. Also, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Wir, das sind Liman und Erik, beziehungsweise Francesco. Und Vito von den Funky Junkies. Bis demnächst, ne? Tschüss. Ciao.